sehr angenehm geschlafen. So. Wir machen weiter. Neck. Let's have some fun. So eine Leute sind da. Können wir irgendwas gegen die machen? Außer da Sachen kaputt machen, geht glaube ich nichts, ne? Oh Gott, habe ich mich gerade. Okay, hier geht sonst nichts kaputt. Hier sind noch ein paar Stunden kaputt gehen. Kann ich das kaputt machen? Ja, irgendwann. Autsch, geht's kaputt. Ah, wir kriegen aus dem Staubsauger Teile. Okay. Let's go! Nochmal von vorne, yay! Das Gute ist, hier können sie uns eh nicht mehr treffen. Ich hätte eigentlich gedacht, dass da Lego-Teile drin sind, aber sind nicht. So, dann sind wir hier durch. Ohne dass wir Damage gekriegt haben. Easy. Ein paar Lego-Teile. Das hört sich so geil im Joypad an, ne? Wenn man diese Sachen auch hört, mal. Hört ihr das? Das hört sich mega nice an. Ich mag das Geräusch. Ich schwöre. Wer ist er jetzt? Hey. Okay, man muss immer irgendwie, also ich finde, man muss das Moveset von den Viechern können, dann geht das eigentlich. Sobald man das Moveset von den Viechern hat. Das ist eigentlich ziemlich okay. Wahrscheinlich hätte gedacht, hier ist irgendwie ein Geheimnis drin, aber obviously not. Aber seitlich auf. Oh, hier ist was. Oh yeah. Wir haben wieder einen Teil. Wir müssen ja noch diese anderen Sachen finden. Die Erbsensuppe. Geheimer Detektor. Ja. Drittes Teil. Let's go. Das kannst du nicht abblocken, Alter, wenn die dann über dich schießen. Was auch, ne? Das war fies. Okay, was kann der Typ? Beim Laserschwert ein Schwein. Okay, die sind eigentlich ziemlich einfach. Wenn man weiß wie. Okay, wieder fast full life. Oh oh. Laser. Neck! Warte mal! Das sind Sicherheitslaser. Und hier, da ist doch eine Waffe dazu. Berühren wir die Strahlen, sind wir Toast. Tja, das ist der falsche Weg. Aber hier bleiben geht auch nicht. Gehen wir.
Gute ist, dieses Laser-Ding kann man normalerweise erstmal ignorieren. Und dann kann man den auf die Schnauze hauen. Jetzt erstmal den Laser-Boy ins Arschloch hier. Ah, ein Spitz. Weg ist er. Easy. First try, never die. Kapikipo. First try, never die, Leute. So läuft's. Ich geh mal hier links. Aha. Schade, ich hätte gedacht, man kommt jetzt zu so einem krassen Geheimnis in so ein Schild. Dann los! Warte mal, er konnte gerade mit dieser Waffe, mit der er letztes Mal so geschossen hat und dann rübergegangen ist, wo ich den ganzen Weg selber gehen musste, damit konnte er jetzt den dicken Wissenschaftler mitnehmen, mich aber letztes Mal nicht und hat gesagt, Digga, du musst, Bruder, Alter, du musst den Weg gehen, ey. Ist so, ne? Und jetzt auf einmal kann er den dicken Professor mitnehmen. Ah ja, man kennt's. Okay, wie soll ich da rankommen, wenn so eine scheiß Viecher mich da immer noch jagen? Ich mach erstmal die Dinger kaputt. Ich glaube, der da oben ist gar nicht so. Da ist er. So eine gewisse Reihenfolge, die man einfach nur einhalten muss. Easy peasy, lemon squeezy, Mayonnaise und so. So. Was gibt's hier sonst noch? Nichts? Seinem Supergelände gibt es gar nicht. Nothing. That's really bad, man. Kabamski. Hatte ich jetzt keinen Bock drauf. Hey, Joke, mein Engel, wie geht's? Hallo. Na, mein Süßer. Namaste. Wie geht's? Hast du gut geschlafen? Das frage ich jetzt nur, weil ich gerade aufgestanden bin. Ja, absolut. Okay, wenn man das einmal raus hat, wie diese Roboter funktionieren, dann ist es eigentlich ziemlich leicht. Gut, und selber, Alter, ich bin gerade erst aufgestanden, hab fresh geduscht, hab gegessen, hab Wasser getrunken, mir geht's hervorragend, holy shit. Und hab ich mir gedacht, gut, ich fange jetzt an zu streamen und stream die ganze Nacht durch, weil ich keine Freunde habe im Real Life, zu denen ich gehen könnte. Morde. Ich stream auch gerade. Yeah. Macht da einfach Werbung hier, dieser Spasti, ey. Gleich bann den Typen. Wie komme ich hier rein, Leute?
Warte mal, ich kann deinen Stream ja nebenbei mal laufen lassen, auch wenn das sehr viel Strom kostet. Was streamst du überhaupt gerade? Nicht, dass mich das interessiert, aber... Rainbow Six Siege. Ja, du bist gerade tot, deswegen kannst du schreiben. Warte, mache ich auch für dich. Oh, mein Engelchen. Dafür liebe ich dich doch. Ah, jetzt ist das offen. Und wir haben wieder gut Leben gekriegt, ne, Leute? Gut. Das ist was? Doppelbatterieteil. Nack kann doppelt so viel Sonnensteinenergie aufsammeln und mächtige Supermoves entfesseln. Wir haben zwei davon bis jetzt. Ich bin noch mit meinem Sohn sein Account, ja? Ja. Ich doch. Ich glaube, ich habe den Namen geändert, ne? Ah, weil ich glaube, mein Sohn hat das hier schon gesammelt. Er hieß Ilia Labio oder so. Danke für dich. Nimm das schnellste Flugzeug, das du hast. Und hol sie wieder her. Unfassbar. Er ist auf ein ferngesteuertes Flugzeug reingefallen. Und jetzt? Mal sehen, was Victor mit diesen Relikten vorhat. Aber irgendwie müssen wir an den Sicherheitslasern vorbei. Doktor, was ist mit der Mission? Sollten wir nicht lieber zurück zu Onkel Ryder? Lucas, jetzt hör endlich auf. Ryder unternimmt alles, was getan werden kann. Wir müssen jetzt erstmal an den Sicherheitslasern vorbei. Eine Idee? Ja. Ich glaube, ich weiß da was. Gut. Hey, Nick. Siehst du diese Roboterwachen? Sie nutzen klare Kristalle in ihren Strahlern. Lass uns 20 von denen zerlegen. Und was genau soll uns das jetzt bringen? Es ist viel einfacher, es ihnen zu zeigen. Sind gleich zurück. Hey, Herr Schnabel, guten Tag und hallo. Geilo. Was geht? Wir müssen 20 von diesen Viechern kaputt machen. Wie ich dachte, klare Kristalle. Wie geht es euch? Hallo YouTube, hallo Twitch. Wir spielen weiter, ne? Nack. Also wer irgendwas verpasst, keine Angst, es wird auch nochmal normal kommen. Ich sammle sie auf, du machst weiter. Alter, der dreht ja auch gut. So, 4 von 20. Oder? Warte mal, er hebt die Dinger auf, ne? Und aufgehoben. Kannst du mir einen guten Gaming-PC empfehlen? Ja. Erstmal muss ich wissen, wie viel Geld hast du zur Verfügung? Was stellst du dir vor? Full HD Gaming, 2K, 4K. Dementsprechend wird es teurer. Wann kommt wieder COC? Gar nicht mehr, tatsächlich. Auf meinem Kanal gibt es kein COC mehr. Okay. Der schlägt also zweimal zu, bevor er irgendwas macht. 1200 Euro. Und damit kann man gut was machen. Aber das kann ich dir jetzt im Stream nicht empfehlen. Typ, der hinten schießt, nervt. Ein bisschen. Du kannst ja mal in den Kommentaren unter irgendeinem Video fragen, ob ich dir einen PC empfehlen kann. Dann kann ich dir darauf antworten mit einem Kommentar. Dann schicke ich dir einen Link von Mindfactory mit einem Einkaufswagen. Aha, nee. Dann haben wir den nämlich auch weg hier. Aber rechts war noch was, ne? Sag ich ja. Wir müssen auf jeden Fall gucken, dass wir hier die ganzen Geheimnisse alle mitnehmen, ne?
Oh, ne, hier ist nichts. Hast du einen Discord? Nein. 7 von 20 haben wir bis jetzt. Ah, okay, wir sollen ja diese Fahrzeuge auch kriegen mit den Viererreifen. Und da nimmt er immer die Teile. 8 von 20 bis jetzt. Ich glaube, der wird uns zu so einem Riesenvieh machen. Ich glaube, wir werden dadurch stärker. Ich glaube, wir werden dadurch richtig stark. So, er sammelt erstmal ein. Schon fast geschafft. 10 von 20 erst. Alter, das ist aber viel. Okay, der ist einfach. Den Move hat er aber auch noch nie gemacht, ne? Dass er direkt auf mich zufährt. Okay, wir werden auch ein bisschen größer. Bis jetzt habe ich noch keine Geheimnisse gesehen. Ja, auch gut, weil dann gucke ich mal. Bei 1200 Euro ist gut was möglich. 2070, 2060 Grafikkarte RTX. Ein guter AMD Ryzen CPU. Aber du musst trotzdem sagen, was du damit machen willst. Ne? Ist das jetzt, soll das auch kommentieren, was du damit machen willst? Willst du damit streamen und oder was nicht noch alles? War easy. Die Wagen sehen nichts, weil wir nicht im Licht sind. Nur noch ein paar, Neck. Ja, 6, du Vogel. Ich sehe das. Oh oh. Die da hinten haben Schild. Ich kann die sogar wegschubsen und der eine merkt das nicht. Fast fertig. So, wir haben 18. Boah, die habe ich gar nicht gesehen. Naja, wenn man so wie ich von unten nach oben läuft, ne? Okay, wir sind von hier gekommen. Also wir sind jetzt einmal rechts rum. Wir haben links und die Mitte gemacht. Da müssen wir jetzt nur noch nach links. Und oben ein bisschen was abgucken. Aber bis jetzt habe ich hier noch keinen Geheimgang oder sowas gefunden. Warum? Deine Clash of Clans Videos waren immer am besten für mich. Also, es gibt auch noch andere coole Videos, die man sich bei mir reinziehen kann, die eigentlich ziemlich gut sind. Das ist nicht nur Clash. Ich mache ja viele verschiedene Sachen. Aber das Ding ist, ich habe mit Clash aufgehört. Das ist eine ganz einfache Geschichte. Es gab Leute bei YouTube, die mir meinen kleinen Mini-Erfolg, den ich habe, nicht gönnen und sich mein Clan eingelunzt haben und so getan haben, als wenn sie da mitmachen wollen und haben mich dann einfach reported und dadurch wurden Accounts von mir gebannt. Und das war für mich dann der Grund zu sagen, okay, um die Leute loszuwerden, gibt es hier kein Clash of Clans mehr und nichts mehr, womit ich mit Leuten aus dem YouTube-Umfeld interagieren muss, weil es ist ja nicht normal. Alter, wie soll ich die alle besiegen? So, wo ist jetzt der letzte? Wir haben erst 19 von 20, oder ist das jetzt 20 von 20? Ah, da ist sogar ein Geheimnis da vorne. Dim, dim, dim.
Ah, Fields Batman, diese Leute, die nur kommen, um sowas zu schreiben. Also erstmal fragt er, ob er darf, und dann macht er es trotzdem. Alter, Leute. Nur als Tipp, ne? Wenn ihr irgendwo hingeht und Werbung macht für euch, dann werdet ihr dadurch viel weniger irgendwas bekommen, als wenn ihr das selber erarbeitet. Ne? Das sieht kein Mensch gerne. Aber noch ein letztes COC-Video machen von deinen besten Layouts zeigt, dass dein Bestes war. Ich, wie gesagt, René, ich werde keine Videos mehr machen zu COC. Das kann, außerdem habe ich auch gar keine Lust, dieses Spiel zu spielen, weil das halt einfach super langweilig ist. Das ist halt einfach... Hilfe! Es ist halt einfach legit immer das Gleiche. Ich habe halt keine Lust, die ganze Zeit ein Spiel zu spielen, wo was mir keinen Spaß macht. Und mir macht sowas halt mehr Spaß. Mac, danke für die Rettung. Ich spiele gerne Resident Evil und sowas. Mac, erinnerst du dich an die Eiszapfen? Du baust jetzt diese Kristalle genauso in deinen Körper ein. Ist ja lächerlich. Ich hab das für unmöglich gehalten. Die arkanen Energien von Necks Brustkugel interagieren sonst nur mit... dem äußerst dichten Material der Relikte, ja? Es ist möglich. So, Neck, jetzt wird es etwas schwieriger. Du musst dich konzentrieren und den Teil von dir, mit dem du denkst, in die Kristalle verschieben. Vergiss die Relikte einfach. Hm. Oh, cool. Präsentiere Tarnek. Wirklich gut. So, jetzt gehst du einfach durch die Laserstrahlen und schaltest sie ab. Denk dran, wenn die Strahlen dich erfassen, ist das dein Ende. Lol. Alter, das Spiel wird immer geiler, Mann. Schwupp. Jetzt bin ich wieder der Große. Wie geil ist das denn, Alter? Schade, kann ich verstehen. Ja, wie gesagt, ich weiß nicht, wie alt du bist, René. Aber es gibt so viele andere gute Spiele. Und ich habe halt einfach, wie gesagt, auch gar keine Lust. Guck mal, das Einzige, was ich mache in Clash, ne, ist mit meinem Clan die CWL. That's it. Das ist alles, was ich mache. CWL-Clan-Spiele. Mehr meine ich. Da müsstest du das ja schon sogar schon mehr verstehen. Hier ist nichts aufgegangen, ne? Nein. Und die meisten Leute, die hierher kommen und immer irgendwas geschrieben haben in den Kommentaren, also was ich bei solchen Spielen wie Clash bemerkt habe, es zieht viele Kinder an und Leute, die halt einfach nur dumme Kommentare schreiben, ne? Also es ist nichts Nährwertmäßiges, es ist einfach nur Bullshit. Und sowas will ich auf meinem Kanal nicht. Ich will auf meinem Kanal einfach ganz normale Menschen haben. Und das erreicht man meistens halt nur mit normalen Spielen. Sehen die mich eigentlich, wenn ich unsichtbar bin? Wieder ein Teil, jetzt geht's los. Du hast Nack leider schon durchgespielt. Ja, was heißt leider? Ist doch gut. Alter, wie weit hat mein Sohn das gespielt? Der hat ja auch das Ding schon eingesammelt. Können die mich sehen, wenn ich hier jetzt durchlaufe? So? Können die mich sehen? Schade, dass die mich sehen können, ne? Thank you.
cool gemacht, das Game. Mir macht das echt Spaß. Das ist echt ein cooles Spiel, Alter. Holy shit. Hallo! Ach, von denen die Schüsse gehen gar nicht so weit. Nerd. Der Schwertboy soll mal herkommen. Jetzt kriegt er erstmal mehr auf die Straße. Okay. So, wartet mal. Ich bin jetzt durcheinander gerade. Holy shit. Also. Logging in. Ich muss jetzt was gucken. Sorry. Also, Darky. Dark Minus. Holy shit. Danke für deinen Resub, Mann. Oh, das ist das 5. Monat. Holy shit, er sagt nichts, Alter. Er kommt halt einfach rein und haut mir den Sub in die Fresse. Vielen herzlichen Dank, Dark Minus, ja. Ein Kuss auf deine Vorhaut. Das hätte ich nicht sagen sollen, Entschuldigung. Dankeschön. Danke für den Sub. Ist ja ultra krank. Holy shit, ey. 5 Monate Resub. Und aktuell 1 Monat fortlaufend. Aha. Da hat wohl jemand vergessen zu subben. Aha. Ey, vielen Dank. Vielen herzlichen Dank. Thank you very much. War lange nicht mehr dabei. Ja, ich merke das schon. Ja, ist aber nicht so schlimm. Jeder wie er mag, ne? Kuss zurück. Das Ding ist halt, jeder immer wie er mag. Boah, hier ist ein bisschen HP drin, ne? Schade, dass... Alter, ich muss wieder von ganz vorne runter. Das müssen die echt mal ändern. Die Safe Spots sind halt richtig ausgelegt. Jetzt kann er nochmal schießen. Okay, ich weiß jetzt auf jeden Fall, wie das Ding funktioniert. Das ist schon mal wichtig zu wissen. Ich hoffe, euch... dir geht's gut, Dark. Ja. Lange nichts mehr von dir gehört. Wo warst du? Was hast du dir angeguckt? Warst du bei jemand anderem? Oh, fuck you, Mother. So. Hui. Ich finde das mega nice, Alter, dieses Zusammenbauen. LOL! Einfach mal Bang gemacht, Leute. Hopp. Hey, Nick. Alles gut, super. Und wie war das, Nick? Wie beim Schlafwandeln. Ein seltsames Gefühl. Was auch immer ich bin, will sich nie zu lange von dem hier entfernen. Ah, du bist nur nicht zu der Zeit dazu Twitch durch 1, alles okay. Viel Stress, ja, Stress ist scheiße. Oh mein Gott. Okay,
Okay, da werde ich einmal gehittet, dann bin ich tot.